Fast 30 Jahre hat das Karl-Benz-Stadion auf dem Buckel. Eine Arena, die zwischen den Anforderungen von DFB und DFL sowie den Ambitionen des SV Waldhof immer mehr an Perspektive verliert. Ein Neubau an anderer Stelle ist deshalb für viele die bessere Lösung, bei Sanierungskosten zwischen 22 und 61 Millionen Euro, so das Ergebnis der Expertisen. Wir liegen natürlich mit den Studien jetzt in einer zweistelligen Millionengrößenordnung. Das sind erhebliche Beträge. Die uns bekannten Neubauvorhaben liegen noch mal deutlich im doppelt- bis dreifachen Bereich, also in einer ganz anderen Größenordnung. Von daher lohnt es jede Mühe, und der wollen wir uns unterziehen, zu prüfen, ist am Standort Karl-Benz-Stadion, an einem sehr geschätzten und historischen Standort, die Entwicklung bis zur ersten Bundesliga möglich. Das wollen wir unbedingt auch in der Prüfung ernsthaft fortführen. Eisenhower mag den Standort Neu-Ostheim und bekommt Unterstützung von den Grünen. Uns ist wichtig, aus nachhaltigen Gesichtspunkten, dass wir uns überlegen, wie wir zukünftig bauen. Und ein Neubau ist natürlich immer mit CO2 in Verbindung zu bringen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir zukunftsgerichtet Entscheidungen treffen, sei es finanziell, aber auch ökologisch. An den Sofortmaßnahmen führt aber kein Weg vorbei. Stromnetz, Größe des Rasens, Rollstuhlplätze, Flutlicht. 8 Millionen Euro kostet es, im Falle des Nichtaufstiegs auch die übernächste Saison im CBS, dritte Liga, spielen zu können. Die Möglichkeit, jetzt vor Ort das in Spielbetrieb tauglichen Zustand zu machen, ist natürlich vorrangig jetzt zu sehen. Und das ist die Kurzfristigkeit, die man machen muss. Aber auf Dauer gesehen sollte man schon ergebnisoffen dann wirklich prüfen, was denn machbar ist. Ob das dann im Bösfeld sein kann, so wie vorgeschlagen, zu prüfen. Ob das dann auf dem Lutzenberg ist oder eine andere Fläche in Mannheim. Das wird dann diese Prüfung dann zeigen. Positionen, die Christian Beetz und Waldhof-Geschäftsführer Markus Komp aufmerksam verfolgen. Noch besser dürfte ihnen der Ansatz der CDU gefallen. Die Christdemokraten plädieren für einen Neubau. Entweder in Sandhofen, auf dem Lutzenberg oder auf dem Bösfeld, unweit der SAP-Arena. Die CDU ist erstens für ein neues Stadion, weil sie davon ausgeht, dass das jetzige Stadion nicht zukunftsfähig ist, auch wenn es saniert wird. Man muss sehen, dass die Anforderungen an ein Stadion immer höher werden. Und in dem alten Stadion wird es auf Dauer nicht realisierbar sein. Zweitens, wir sind der Auffassung, dass wenn die Familie Beetz immer wieder bekräftigt hat, sie sind bereit, in dieses neue Stadion zu investieren, aber nicht in ein altes, dann sollten wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und drittens, sehen wir durchaus Optionen in Mannheim, wo dieses Stadion stehen kann, wenn man nur proaktiv an die Sache herangeht und nicht mit einem Verhinderungswillen. Bisher haben wir bei der Verwaltung eher den Verhinderungswillen festgestellt als Aktivität im Sinne von, wer sucht, der findet. Fundort Nummer 1 für die Freien Wähler wäre die ehemalige Spiegelfabrik. Ihre Position deckt sich weitestgehend mit der der CDU. Football is coming home. Der Waldhof würde dann zu seinen Wurzeln zurückkehren. Der Standort an dieser Stelle, wo es Karl-Benz-Stadion steht, hat unheimlich viele Probleme. Ich sage Sicherheit, ich sage Lärm. Es ist einfach nicht zeitgemäß. Ich meine, wir haben in der Nachbarschaft ein Stadion stehen, Hoffenheim. Das hätte ich auch gerne in Mannheim, Bundesliga-taugliches Stadion. Und das, der Waldhof, dann, das muss unser Ziel sein, irgendwann in der Bundesliga spielt. Markus Komm freut sich über die Diskussion im Ausschuss und wirbt für das Neubauprojekt, für das Waldhof-Präsident Bernd Beetz 60 Millionen Euro bereit ist zu zahlen. Und da habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass wir, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollten und auch das CO2-Thema, glaube ich, dann unter der Berücksichtigung von möglichen weiteren Nutzungsmöglichkeiten eines Stadions, das wird von der grünen Seite gerade ein bisschen vergessen, dass wir jetzt eben eine CO2-Belastung haben für 18 oder 19 Spiele. Am Wochenende. Und ich glaube, wenn wir da wirklich über den Tellerrand hinausschauen, dann können wir da eben mit Implementierung von der Kita, vielleicht ein Kinosaal für den Stadtbereich, dann eben, wo es dann eben gegebenenfalls neu gebaut wird, dann kann man da, glaube ich, wirklich auch Mehrwerte schaffen. Und das ist ambitioniert alles, was hier besprochen wird, sowohl das eine als auch das andere. Aber ich glaube, die Stadt Mannheim und auch der Bürgermeister, der hat den Antrieb, in Mannheim da kreativ zu denken und das Beste für alle Seiten rauszuholen. Der nächste Schritt der beschlossenen ergebnisoffenen Prüfung, eine Betriebsbesichtigung des Stadions am 22. Juni. Im Herbst geht die politische Debatte weiter.